Jo, hallo liebe Leute. Wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, und weiter geht's mit den Missionsfischen. Und zwar in dem Gekonntheitsbereich hier bei Gekonntheitsmission. Habe ich ja im letzten Video, nee, gar nicht wahr. Habe ich ja außerhalb des Videos gefangen, blöderweise. Nee, doch nicht. Stimmt nicht. Den habe ich ja regulär gefangen. Alles klar. Also auch im Video. In Aktuba den Wels mit 10 Kilo plus. War im vorletzten Video. Inzwischen hatte ich jetzt nochmal das am St. Kreuz schlägt mit dem Stör. Stimmt ja. Und ja, da brauche ich jetzt noch am Tiber den Wels mit 8 Kilo plus und am Sander Baggersee den mit 9 Kilo plus. Und dann 17.000 XP, 3 Bitcoins und 8.800 Cash zu bekommen. Und dann noch völlig unwichtiges Cappy. Und auch völlig unwichtige Schnur. Cappy kann man, glaube ich, sogar ja, eventuell für Bitcoins verkaufen und die Schnur für Geld. Weil ich brauche das beides nicht. Trage nur ein Cappy. Das ist hier. Das mit der Beleuchtung man fürs Nachtangeln bekommt. Und jo. Jo. Werde ich aber nicht einschalten, die Mission, weil habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie die Fische erst recht nicht beißen. Schon so schwierig genug. Und Ausrüstung benutze ich jetzt hier zwei Routen. Einmal die Wiederroute. Wieso wird die jetzt? Ach doch, da wird es angezeigt. Big Ellie 450 mit 9 Kilo. Dazu die Big River 6500 mit 8,6 Kilo. Die Braid 017 mit 8,65 Kilo. 125 Gramm Wirbelblei. Monovorfach 03 mit 9 Kilo. Und 6-0er Schonhaken und mittlerer Schnittköder. Und die zweite Route ist meine Grundroute. Die Catboxer 280 bis 23 Kilo. Dazu die Kraken 9000 bis 21,15 Kilo. Die Braid 024 bis 20,85 Kilo. 200 Gramm Wirbelblei. Hier habe ich einen Titanvorfach drauf, weil ich es nicht austauschen wollte. Nochmal extra Monovorfach kaufen. Ist nicht unbedingt nötig, wenn man da schon ein passendes Vorfach hat. Egal ob Titan oder Fluorocarbon. Mit 25,1 Kilo, also wesentlich stärker als der Rest. Kann ich dann auch noch später verwenden, die restlichen Vorfachgeschichten für größere Ausrüstung. Und hier auch den Raute 6-0 Haken und großer Schnittköder und natürlich eine Glocke. War natürlich ebenfalls eine Glocke. Und anfangen werde ich hier am Tiber. In diesem Spot stehe ich jetzt auch schon. Rutenständer ist schon bereit. Fünf und sechs. Die sechs habe ich in der Hand. Dann werfe ich einfach mal hier hin. Bremse auf vorletzte Stufe. Die werfe ich dahin. Und gucken wir mal, ne? Ob ich hier einen Trophy-Wels mit 9 Kilo plus fange. Und wie lange das Ganze dauert. Es gibt natürlich noch andere Spots, wo die Wälse beißen. Aber die besten Erfahrungen habe ich hier gemacht, in diesem Spot. Meinen anderen Accounts.
Oh, hier gibt es angeblich keine tieferen Stellen. Aber die gibt es hier nirgends. Stimmt aber nicht ganz. Gibt hier schon etwas tiefere Stellen als andere Stellen. Wird nur nicht angezeigt hier auf dieser Map. Deswegen ist das Glückssache hier mit den Weltspots. Sonst kann man sich ja immer an den tieferen Stellen orientieren. Das ist die Fiederroute. Na, der dürfte keine 9 Kilo plus haben. Der wird sich mehr wehren. Ja, ein Babywels. Hier 5 Kilo höchstens. Jo, 5 Kilo. So, dann mache ich mal eine Markierung, damit ich die Stelle auch wiederfinde, da gerade hingeworfen hatte. Hier habe ich noch keine Markierung, ne? Nö. Das heißt, ich muss Bitcoins ausgeben. Egal. Kaufe mal gleich diese 17 Stück für 33 Bitcoins, weil ich brauche ja immer wieder welche, oder? 7 für 10. 10 Bitcoins. 14 für 20. 21 für 30. Das ist, nee, manchmal 14 für 20. Aber das ist ja viel günstiger. Wieso soll das hier angeblich günstiger? Achso, das sind 33 Stück. Alles klar, dreimal sind 30 Stück. Das wären schon 21 Bitcoins, ja. Also das wäre teurer. Das wäre günstiger. Aber will ich jetzt 33 Bitcoins ausgeben? Wie viele Markierungen brauche ich die nächste Zeit? Brauche ich mehr als 7? Möglich ist es. Okay, ich werde mal die kaufen hier. 33 Bitcoins weg. Markierung gesetzt. Und da werfen wir die jetzt auch wieder hin. Da sind ja Wälse zu Hause. Denkt er? Farben. Die guten Farben. Die müssen manchmal darben. Na komm, wenn 5 Kilo beißt, dann kann auch ein 9 Kilo ein 8 Kilo beißen. Ich brauche hier kein 9 Kilo, sondern nur ein 8 Kilo plus. Den 9 Kilo plus muss ich dann am Sander Baggersee fangen, das wird auch noch eine Tortur. So, jetzt heißt das warten, obwohl ich kann ja nebenbei ein bisschen Fischen. Geht erst bei 20 Gramm los. Das ist natürlich blöde. Jetzt habe ich die Jigwinner nicht mit. So, so ein 14 Gramm Rote 3-0 oder oh, hier ein 21, aber 6-0. Naja, man kann es ja testen. Mehr als schief gehen kannst du nicht, bevor ich hier dumm rumsitze oder dumm rumstehe am Gewässer. Kann ich lieber versuchen, noch nebenbei noch ein paar Forellen einzufangen.
Irgendwie gibt es hier gerade keine Forellen, wie es aussieht. Dann werden wir mal dahin. Mal hierhin, mal dahin. Und mal unseren. Ja, der Köder ist wahrscheinlich doch zu groß hier für die Forellen. Okay. Aber mit einem kleineren komme ich nicht so weit raus. Mal den 14 Gramm Route 3.0. Oh, 48 Meter nur. Auch da will keine Forelle beißen. Obwohl wir bestes Wetter haben für Forelle. Sonne, hoher Luftdruck. Eiskurve geht jetzt auch langsam nach oben. Ja, geht gleich nach oben. Aber eigentlich müssten sie schon längst beißen. Und bei den Welsen tut sich auch wieder gar nichts mehr. Ein einziger Wels und seitdem ist Totenstille. Oder aber jetzt hier die erste fette Forelle. Die scheint sogar richtig gut zu sein. Ich hätte richtig Schnur gezogen sogar. Das auf einer 9 Kilo Ausrüstung hier. Mindestens Trophy. Oder die haben sie wieder stärker gemacht. Ja doch, Trophy. Marmorierte Trophy-Forelle. 2,7 Kilo, immerhin. Besser als gar nichts.
Schade, Kielbiss. Immer in dem Bereich, wo gerade der Köder hart absinkt, weil es da bergauf geht unter Wasser. Genau da versuchen sie dann zu beißen, wo man durchgehen kurbeln muss, damit der Köder nicht am Boden schleift. Echt blöde gemacht an manchen Stellen. Ja, ordentlich viele Fehlbisse hast. Aber wieso tut sich hier gar nichts mehr? Was soll diese Scheiße jetzt hier, Können wir noch einen Tick weiter raus. Die auch noch mal neu auswerfen. Auch nur eine einzige Forelle, einen einzigen Wels, eine einzige Forelle. Ansonsten ist sie ja tote Hose. Gibt's doch gar nicht, ey. Hab ich auch noch nicht erlebt, sowas. Hab hier immer gut gefangen sonst. Eine Forelle nach der anderen gezogen bei dem Wetter. Auch schon um die Uhrzeit.
Ah, die Server gehen in 15 Minuten down. Ja, ganz toll. Egal, Video wird eh nie länger als eine halbe Stunde. 2 Ingame-Stunden und bis dahin noch Zeit. Also nach Ablauf der halben Stunde ist noch ein paar Minuten Zeit, bevor die Server down gehen. Also wird es videotechnisch nicht stören. Das ist schon mal gut. Ja, wieder an der Stelle. Der Fehlbiss, wo ich durchkurbeln muss. Aber Welse wollen hier gar nicht mehr. Ein einziger Wels. Und seitdem ist absolut tote Hose hier. Was soll das? Wo ein Wels ist, sind auch noch mehrere, Emmy. Können Sie mir nicht erzählen, dass hier nur ein Wels wohnt in dem ganzen Gebiet hier? Und auch nur ein Wels Lust hat zu beißen, Emmy, und die anderen alle keinen Hunger haben, oder was? Völliger Schwachsinn. Nervt mich schon wieder hier. Ganze. So eine absolute Schwachsinnsmission mit Blutegel hier, die großen Welse fangen, irgendwie Tropi-Welse. Die Blutegel beißt höchstens jeder hundertste Tropi-Wels. Achso, siehst du. Ich habe hier die Köder völlig falsch. Ich erzähle jetzt sogar selbst noch hier von wegen Blutegel. Und in der Vorstellung irgendwie des ganzen Programms hier habe ich auch noch mittlerer und großer Schnittköder drauf. Also, er kann ja nichts werden mit der Mission dann. Da habe ich mich mal wieder selbst gefoppt, aber gut, auf Blutegel hätte wahrscheinlich dieser eine noch nicht mal gebissen, dann hätte ich gar keinen Wels gefangen. Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt auf Blutegel schneller beißen. Das wird im Gegenteil noch länger dauern. Oh, so wenig Blutegel nur noch. So. Fangen wir wieder mit der Route an. Dann die Grundroute, kleinen Tick weiter raus. So. Aha, die 5. Die Grundroute hat einen Hänger. So, am besten neu, wieder reinholen, neu auswerfen. Man weiß nicht, ob der Köder überhaupt noch dran ist oder nicht. Nach dem Hänger wird einem ja nicht angezeigt. Nicht mehr. Kann man eine Zeit lang, da wurde es angezeigt. Aber mittlerweile wird es ja nicht mehr angezeigt. Wenn man da irgendeinen Müll am Haken hat, anstatt den Köder. Wird nur noch angezeigt, dass man einen Hänger hat. Und den Rest muss man selber rausfinden. Und das geht nur, indem man einmal komplett reinholt und neu auswirft.
Ja, wieder Phoebus. Wenn man mit Tempo 3 arbeiten. Brauche ich nicht so lange kurbeln. Der kommt viel, viel besser hoch. Dann kann man auch mal wieder absinken lassen. Trotzdem nur ein Fehlbiss. Obwohl der in der Absinkpause versucht hat zu beißen. 3-0er Haken kann nicht zu groß sein. Flussbarsch oder? Jo, wusste ich doch. Flussbarsch. So dicht vom Ufer kann es nur noch ein Flussbarsch sein. Da steigt keine Forelle mehr ein. Aber von den Welsen tut sich gar nichts. Absolut frech, was hier läuft. Ja, Server in 5 Minuten down. Das sind aber noch keine 10 Minuten gewesen. Von der ersten Anzeige bis jetzt. Das waren höchstens 5 Minuten. Jetzt sollen sie schon in 5 Minuten runter down gehen. Eben waren es noch 15 Minuten. Also haben sie schon wieder 5 Minuten geklaut. Oh, ich habe einen Biss. An welcher? An der. An beiden. Aha. Gucken wir doch mal, wo der Stärkere dran ist. Das scheint ein Mini-Baby zu sein. Dann nehmen wir lieber erstmal wieder den. Aber das ist auch ein Mini-Baby. Jo, 1, auf diesen blöden Blutegel, da beißen noch nicht mal mehr denn 5 Kilo. Da beißen dann die ganz kleinen Babys. Obwohl ich einen 6-0er Haken habe. Also einen doch größeren Haken nehmen, aber nicht mehr in diesem Video, das machen wir dann im nächsten Video. 1,3, die werden immer kleiner. Ich werde mal jetzt die Köder, die Haken austauschen. Das macht ja keinen Sinn hier. So. 7-0er bringt ja auch nicht viel. 8-0er habe ich nicht mit. Als Schonhaken. Na gut, dann wäre die 9-0er. Was soll's? Ist ja egal, wovon ein schlecht wird. So. Dann werfen wir auch nur noch die eine aus, weil das lohnt sich eh nicht mehr. Dann nur noch ein paar Ingame-Minuten Zeit.
Das bringt alles nichts mehr. Ich gleich Feierabend. 6.57 Uhr, 3 Ingame-Minuten noch. Also knapp eine Minute der Echtzeit. Und ja. 20 Sekunden ungefähr noch. 15 Sekunden. Dann ist es 7 Uhr, dann sind 2 Ingame-Stunden rum und das Video endet. Bis dahin werde ich hier auch nichts mehr beißen. Das heißt, ich kann die auch schon mal wieder reinholen. Bringt ja eh nichts. Da die Server down gehen, werde ich jetzt auch den Routenständer besser einpacken, dass der flöten geht mit engem Back. Na komm. So. Okay, Leute. Das soll es denn gewesen sein für dieses Video. Leider kein Zielfisch, aber viel Glück beim nächsten Mal, sage ich doch, ne? Zu mir selbst. So, sehen wir dann, ne? Bis dahin, tschüss.